Von der Uni in den Operationssaal. 9 junge Menschen stellen sich eine der größten Herausforderungen, einem Leben als Arzt. 3 Monate gewähren die Junior Docs Einblick in einen der verantwortungsvollsten Berufe. Realistisch und respektvoll. Da ist der Junge. Kleiner Jeremy. Früher Morgen in Hamburg. An der Klinik Barmbek beginnt die Frühschicht für Assistenzärztin Franziska Hintenmacher. Die 27-Jährige ist angehende Frauenärztin und seit einem Jahr Teil des Teams. Weil in Barmbek viele Kinder zur Welt kommen, ist Franziska täglich für mindestens eine Geburt eingeteilt. Auch an diesem Morgen. Ein Kaiserschnitt ist geplant. Allein ist sie bei der OP aber nicht. Wir haben eine neue Oberärztin, die auch schon mal hier im Haus wohl gearbeitet hat, soweit ich weiß. Ich habe jetzt mit ihr noch gar nicht so richtig zusammengearbeitet. Und gleich machen wir einen Kaiserschnitt zusammen. Sie hat gesagt, ich darf das auch machen, was ich natürlich sehr gut finde. Ich habe allerdings auch schon so ein bisschen mit den OP-Schwestern mich unterhalten. Die haben mir schon erzählt, dass sie ganz anders operiert, als wir das eigentlich sonst so machen. Also alles ganz fix, ganz schnell und ich bin mal gespannt, wie das nachher laufen wird, ob sie dann viel meckern wird, dass ich irgendwie was anders machen soll. So, Sie müssen einmal hier kurz vorne warten, wir nehmen Sie gleich mit rein, ja? Die werdende Mutter soll eine sogenannte PDA bekommen, eine Narkose, die sie von der Taille abwärts betäubt. Bis sie wirkt, dauert es nur wenige Minuten. Da bleibt dem OP-Team nicht viel Zeit für die Vorbereitungen. Kann ich schon testen? Der Test zeigt, die Narkose wirkt. Die Operation kann beginnen. Alles fertig? Also das erste Mal reinschneiden ist halt schon so ein bisschen ganz merkwürdig irgendwie. Aber dann muss man ja ganz schnell arbeiten und macht halt eins nach dem anderen. Und dann sind die Gedanken schon wieder ganz woanders. Passt? Wird es etwas oberhalb gehen von der Vene, ne? Ja, man kann das natürlich schon mehr in Ruhe noch machen. Weniger aufdehnen, sondern mehr auch schneiden. Das kann man natürlich auch machen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So zack, zack und schnell und fertig. So, junger Mann. Rutsch raus. Da ist der Junge. Kleiner Jeremy. Einmal nach oben gucken. Lösen oder? Auf welcher Seite stehen Sie denn, wenn Sie operieren? Auch da? Es gibt doch auch andere Herangehensweisen noch und andere Techniken. Und das fand ich ganz gut, das auch noch mal wieder auf eine andere Art und Weise zu sehen. Dass man das zügig und schnell macht und nicht lange fackelt und schnell zum Kinde kommt sozusagen. Ja, einfach die Einfachheit letztlich. Das nicht komplizierter machen, als es wirklich ist. Weiß ich nicht, hat mich jemand vollgesaut hier. Von oben bis unten, wie es sich gehört. Nach 20 Minuten ist alles vorbei. Wir sind fertig. So, herzlichen Glückwunsch. Ich bin zufrieden. Nee, alles in Ordnung. Ging alles relativ fix. Alles schneller als sonst meistens. Und alles gut gelaufen. Ja, ich muss mich gleich mal ein bisschen sauber machen. Ich habe mich ein bisschen eingesaut gerade.
Und dann helfe ich gleich noch beim Rausfahren. Das Kind ist gesund, die OP geglückt. Ja, aber jetzt sind wir ja draußen, also von daher passt das. Das war sehr gut. Danke. Hat sie ganz toll gemacht, wirklich ganz toll. Sie ist jetzt ein Jahr dabei, hat so 50 bis 100 Kaiserschnitte gemacht. Man merkt, dass sie sehr viel mehr Erfahrung hat als so manch anderer Assistent, der kurz vor der Facharztprüfung steht, weil einfach hier viele Geburten sind und sie viele gemacht hat. Sie hat richtig Routine, sie ist schnell, sie ist zügig, wunderbar. Schonend das Kind entwickelt. Besser kann es gar nicht sein. Also das ist schon mehr als man sich wünscht manchmal. Meistens kriegt man gar nichts zu hören. Und wenn man dann wenigstens einen Satz noch bekommt, dann freut man sich auf jeden Fall. Klar. Schichtwechsel in der Klinik St. Georg und Dienstbeginn für Junior-Doc Max Heidmann. Max rostender VW-Bus musste weichen und wurde ersetzt. Im Prinzip ist das schon so das Auto seit meiner, jetzt nicht unbedingt Jugend, aber so seit meiner Studentenzeit hatte ich immer ein Auge auf genau dieses Auto geworfen. Und deswegen habe ich jetzt so lange gesucht, bis mir ein schöner über den Weg gelaufen ist. In der Notaufnahme ist Max nur noch wenige Tage. Im Rahmen seiner Facharztausbildung wird er demnächst auf die chirurgische Station wechseln, wo er regelmäßig operieren darf. Bis dahin heißt es Business as usual. So, ich gehe jetzt mal hier Patient angucken. Der wurde gerade mit einer blutenden Wunde an der Hand eingeliefert. Ein Schrank? Ja. Sind Sie Möbelpacker? Nee, ich bin Leiharbeiter. Oh, das wird man nähen müssen, ne? Jetzt müssen wir das betäuben, dann wirkt das kurz ein und dann machen wir da 2-3 Stiche drüber, ne? Für Max ist es ein Routineeingriff, aber nicht für den Patienten. So. Ist das schlimm? Nee. Alles. Wenn ich nur die Spritze sehe, dann das kann ich nicht sehen. Nö, dann gucken Sie weg. So, das gibt jetzt im Endeffekt 2 Einstiche. Hier einmal und hier. Und damit lege ich den ganzen Finger einmal. Ne? Was ist denn jetzt los? Die Spritze will ich nicht sehen. Ja, gut. So, jetzt mal ganz, ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben hier. Jetzt mal nicht so wehren. No, entspannen Sie mal. Genau. Einmal müssen wir noch. Alles klar? Krass. Ich kann es schon nachvollziehen. Also ich persönlich habe kein Problem, logischerweise anderen Menschen Spritzen zu geben, Blut abzunehmen. Bei mir selber finde ich es irgendwie auch nicht schön. Also vor allem mir selber eine Spritze geben, das kann ich dann tatsächlich auch nicht. Zur selben Zeit beginnt der angehende Urologe Sascha Wilken seinen Dienst. Anders als in der Notaufnahme kann man hier entspannter in den Tag starten. Also ich glaube, wir urologischen Mitarbeiter sind schon ein relativ gelassenes Völkchen, sage ich jetzt mal. Wir haben viel Spaß bei der Arbeit. Ich glaube, das sieht man uns auch an. Und dadurch, dass wir mit auch extremen und peinlichen Situationen relativ gut und auch menschlich umgehen können, glaube ich, ist es für uns auch nicht ganz so schwer, auch Kollegen gegenüber vielleicht in der einen oder anderen Stresssituation irgendwo ein bisschen ruhiger vielleicht zu reagieren. So, ich muss jetzt ein bisschen Blut abnehmen, das gehört zur morgendlichen Routine dazu. Einige schreiben Briefe, einige Kollegen, einige nehmen Blut ab, entlassen dann die Patienten. Einer geht schon meistens runter in die Ambulanz, müssen wir mal gucken halt. Der eine schnappt sich halt das eine und der andere das andere, das ist halt immer schön aufgeteilt. Sascha ist nicht nur ein entspannter Urologe, sondern auch ein lässiger Vater. Seine 3 Kinder halten ihn zwar auf Trab, doch gestresst ist er davon nicht. Ihm machen andere Dinge zu schaffen. Die Arbeit hat einen recht großen Stellenwert bei mir und überhaupt bei uns auch in der Familienplanung. Und dann ist es manchmal ein bisschen schade, weil man halt doch nicht so viel Zeit aufbringen kann für die Familie, wie man das gerne möchte. Also ich
probiere letztendlich wirklich dann die Zeit, die ich hier mit den Kindern privat habe, zu genießen. So, und da freuen sich auch die Kinder dann immer schon riesig, das ist ganz toll. Immer so ein kleiner Lichtblick irgendwie im Arbeitsalltag. Also ich wollte immer eine Familie haben, das war von vornherein eigentlich klar. Und ich wollte auch relativ jung Vater werden. Und das hat auch geklappt. Und ja, mit 3 Kindern, das ist die Familienplanung jetzt für uns auch abgeschlossen. Beruflich hat er aber noch einiges vor. Also ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren den Facharzt mache. Das ist das nächste große Ziel, dass der Doktortitel vor meinem Namen steht. Das ist so, das sind so die nächsten beiden Schritte, die ich unbedingt machen möchte. Und was danach kommt, muss ich sehen. Zurück auf der urologischen Station. Sascha muss bei einer jungen Patientin Blut abnehmen. Ich brauche meinen Arm. So, wir gucken mal. Ne? Wenn die Blutergebnisse gut sind, dann geht es heute nach Hause, wenn sie sich soweit fühlen. Wenn sie sich noch nicht fühlen oder das Blut noch zu schlecht ist, dann können wir noch nicht, können wir noch keine Entlassung machen. Ja? Ja. Nicht schon wieder. Piekt. Das war's schon. Ja, Blut abnehmen ist immer ein bisschen weniger schmerzhaft für die Patienten als in Nadel legen. Brustpflaster. Mhm. Okidoki, alles klar? Ja. Okay, schön entspannen. Ich sag nachher Bescheid, wenn ich was weiß. Ja? Okay. Ich bringe in den Job meine Individualität mit und die ja, macht es einfach auch für die Patienten leichter, sozusagen mit mir zu kommunizieren. Und ich glaube einfach durch meine Art ist es einfach individuell unterschiedlich zu meinen Kollegen. Als individuell könnte man Max' Vorgehensweise in der Notaufnahme auch bezeichnen. So, dann legen wir mal los. Gibst du mir mal noch eine Spritze sterile an? Ich bräuchte noch ein bisschen Flüssigkeit zum Spülen. Am besten so eine lange Aufziehnadel noch dazu. Und dann genau kannst du mir die Flasche einmal... Ne, keine Nadel, ich steche nirgends mehr rein. Ich will da einmal nur anständig durchspülen, ja? So eine Schrankkante wird ja wahrscheinlich auch nicht ganz sauber gewesen sein. Gucken Sie nicht die Nadel an. Gut, jetzt geht's los, ja? Patient und Arzt haben jeder eine eigene Strategie gefunden. Die von Max lautet, hart bleiben. Die des Patienten wegschauen. So, das war schon der erste Streich. Also das Mitgefühl für so eine Sache hält sich da ein bisschen in Grenzen. Einfach, das hatte ich vielleicht irgendwann mal. Aber je häufiger man das macht, desto naja, weniger hat man bei so einer kleinen Sache. Wenn es irgendwelche Riesenwunden sind und den Patienten geht es wirklich schlecht, dann hat man schon Mitgefühl, aber wegen einer kleinen Schnittwunde da an der Hand und einer kurzen Betäubungsspritze, also da hält sich mein Mitgefühl in Grenzen. Einfach vorne dann einen Moment warten, ich bringe einen Brief noch raus. Ja, klar. Bis gleich. Okay. Naja, ich glaube schon, dass es so eine Urangst vor Spritzen gibt und das ist, glaube ich, ein ganz normaler Reflex. Man will ja im Prinzip nicht irgendwie eine Nadel irgendwo reingesteckt bekommen. Ich glaube, das ist bei jedem mehr oder minder ausgeprägt und einfach ein ganz natürlicher Reflex. In der Notaufnahme gleicht kein Fall dem anderen. Und doch ähneln sich die Geschichten oft. Aha, mit Fett, heißem Fett verbrannt. Das ist natürlich nicht schön. Und jetzt haben Sie Schmerzen. Das Beste wäre natürlich, wir würden Ihnen mal eine Nadel legen und über die Vene, lassen Sie mich mal aussprechen, Schmerzmittel geben, weil dann wären die Schmerzen deutlich weniger. Ich kriege jetzt einmal keine Spritzen. Hatte ich heute schon mal, komisch. Gesetz der Serie wieder. Naja, das machen Sie nicht mit. Gut, dann kriegen Sie das jetzt erstmal hier als Schnaps sozusagen. Nimm mal einmal bitte. Spritzenphobie, das ist ja bei ihr scheinbar noch ausgeprägter wie bei manchen, die sagen, ach, ich kann nicht hingucken oder ich werde ohnmächtig oder wie auch immer. Sie lehnt es ja kategorisch ab. Könnte einem manchmal im Leben Probleme machen. Ich sag nur, mal Blut abnehmen, Impfungen, solche Dinge. Tja, was macht man? Ich meine, Leute, die das einfach kategorisch ablehnen, das sind ja alles mündige, erwachsene Bürger. Wir zwingen hier ja niemanden. Jetzt erstmal noch einen Moment kühlen. Das sieht jetzt
auf den ersten Blick mal noch nicht so schlimm aus. Also das tut weh, keine Frage. Noch einen Moment kühlen und dann werden wir uns das genauer angucken. Ne? Es kommt gleich noch mal jemand, ja? Alles klar. Bis gleich. Unweit von den Unfallchirurgen beginnt auf der Station der Herzchirurgen eine neue Schicht. Assistenzärztin Friederike Schlingloff ist auf dem Weg in den OP. Der Dienstplan der 29-Jährigen ist gut gefüllt. Notfälle und Operationen wechseln sich ab. Es hat sich gerade der ganze OP-Plan verändert, weil wir heute Nacht mehrere Notfälle operiert haben. Kommt auch nicht so häufig vor, Gott sei Dank. Und jetzt ist der ganze OP-Plan anders. Und anstatt einer minimalinvasiven Aortenklappe bin ich jetzt in einer Mitralrekonstruktion beim Chef. Aber so ist das in der Herzchirurgie. Man weiß nie, was kommt. Also mit dem Chef operieren ist immer noch mal was Besonderes. Da will man es schon besonders gut machen. Da gibt man sich schon noch mal mehr Mühe als sowieso schon. Rieke soll helfen, eine erkrankte Herzklappe zu reparieren. Ich glaube, für die langen OPs legt sich jeder so seine eigenen Tipps zu. Als Frau, wenn man mit einem Kreislaufproblem hat, oder überhaupt, können ja auch Männer mit einem Kreislaufproblem haben, total wichtig, vorher was zu trinken. Man weiß wirklich nie, wie lange die OP dauert. Die kann 4 Stunden dauern, die kann auf einmal auch 8 Stunden dauern. Stützstrümpfe helfen auch für den Kreislauf gut, dass man das einem zwischendrin nicht schwindelig wird oder man sich hinsetzen muss oder so. Da hat, glaube ich, jeder seine eigenen Tricks. Manche essen morgens noch unbedingt was. Also ich frühstücke zum Beispiel gar nicht. Da hat jeder so sein eigenes Programm, was ihm da durchhilft. Der Chef hat gerade abschließend noch so einen kleinen Witz gemacht. Der hat gesagt, ich darf gerne aufmachen, wenn ich denn gerade sägen könnte. Also er hat es nett gemeint, hoffentlich. Zwar hat Rieke noch nicht häufig den Brustkorb öffnen dürfen, doch bisher war sie dabei immer sehr erfolgreich. Ja, die Frau Schlingloff ist jetzt eben gerade, also hat gerade ihren Common Trunk beendet, also den allgemeinen Teil der chirurgischen Ausbildung, und beginnt jetzt sozusagen mit dem herzchirurgischen Ausbildungsteil. Und was sie jetzt dieses Jahr zunächst mal erlernt, ist das Eröffnen des Brustkorbes, die sogenannte Sternotomie, wenn das Brustbein mit dieser Säge durchtrennt wird. Der Patient ist noch sehr jung. Aus kosmetischen Gründen soll der Schnitt so klein wie möglich sein, was die Arbeit nicht gerade erleichtert. Ich komme da gar nicht. Also die Säge sitzt dann schief, ne? Weil es so getunnelt ist. Weitermachen, Blutstörung, dass wir nicht so lange brauchen. Um die OP zu beschleunigen, gibt Rieke an den Oberarzt ab. Das setzt ihr selbst am meisten zu. Also ich glaube, ich bin generell ein sehr selbstkritischer Typ. Also ich bin eigentlich ganz selten mit mir zufrieden. Ich meine, am Anfang ist das auch normal. Die meisten Sachen, die mache ich jetzt zum ersten, zweiten, dritten Mal. Da ist es noch nicht toll. Aber ich bin dann schon unzufrieden. Ich habe schon den Anspruch, dass es relativ früh gut wird. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich schon ganz schön sauer auf mich selber. Also da liege ich abends manchmal noch im Bett und denke, das hätte ich echt besser machen können. Warum? Aber das haben wahrscheinlich alle am Anfang. Bis zum Ende der OP darf Rieke assistieren. Hier kann sie von ihrem Vorgesetzten lernen. Verantwortung hat sie lediglich über Haken und Faden. Also als Assistent versucht man immer, dem Operateur so gut wie möglich zu helfen. Also der Operateur muss es so einfach wie möglich haben. Herr Schmöckel sagt auch oft, es reicht ihm schon, wenn man nicht im Weg ist. Das ist vielleicht lustig gemeint, aber nein. Man versucht irgendwie hilfreich zu sein, irgendwie was darzustellen. Oder ich erhoffe mir natürlich, dass ich in den nächsten Monaten im OP sicherer werde, dass ich noch ein paar Sachen mehr machen darf, ausprobieren darf. Also lernen darf und dass ich da mich einigermaßen geschickt anstelle. Es ist schon wichtig, was für einen Eindruck man da macht. Wenn der Eindruck entsteht und die ist irgendwie eher ungeschickt und das blutet sehr häufig nach, wenn sie am Tisch gestanden hat, oder das Brustbein ist immer schief, wenn sie gesägt hat, dann geht das auch ganz schnell, dass man nicht mehr irgendwas machen darf. Während die OP der Herzchirurgen weitergeht, bleibt in der Notaufnahme Zeit für eine Mittagspause. Stellt sich für den Unfallchirurgen Max und Kollegen Achim die Frage, was beim Bestellservice am besten schmeckt. Oh, wir hatten gestern bei Kiki 100 Pro. Man, Max, Bombe, ey. Ich habe früher bei Joey's gearbeitet. Ich werde dir wohl die Karte da noch auswendig können.
War das die bei Kiki? Ja. War das, hatte die Schinken und keine kein Hühnchen. Kein Hühnchen. War das so? Ja. Die war lecker. Ja. Gut, dann nehme ich eine Pizza Bombay. Und dazu einen Green Garden Salat, der Alibi Salat. Achim habe ich natürlich hier bei der Arbeit erstmal kennengelernt. Und wie es der Zufall so will, in so einer Kleinstadt wie Hamburg. Ich war auf Wohnungssuche, völlig unabhängig, habe ihm irgendwann erzählt, dass ich eine Wohnung gefunden habe. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass ich die gleiche Hausnummer unter ihm eingezogen bin. Und inzwischen ist er einfach ein guter Freund geworden, mit dem ich irgendwie relativ viel Zeit verbringe. Ein Naturgesetz der Notaufnahme? Kaum ist Essen bestellt, kommen neue Patienten. In die neue Schicht. Ich habe wahnsinnig Lust. Mhm. Dann kriegen Sie gleich was zu trinken und geben Sie uns 20 Minuten. So lange brauchen wir, um das zu besprechen und zu schreiben. Eine halbe Stunde. Dann werden wir uns einig werden. Ich guck gerade mal, wo wir Platz haben, ja? Die ältere Dame hat sich beim Aussteigen aus dem Zug das Handgelenk gebrochen. Ich finde, für die muss man sich teilweise auch in irgendwie so einer Notaufnahme, auch wenn irgendwie viel los ist, muss man sich für die manchmal 5 Minuten länger Zeit nehmen. Ja, weil die oft ein bisschen mehr Redebedarf haben, uns auch nicht so schnell verstehen, was überhaupt Sache ist. Genau, und das Röntgenbild jetzt zeigt, dass es doch schon ganz gut steht. Deutlich besser als vorher. Aber man würde Ihnen da schon empfehlen, das zu operieren. Ja, wohnen Sie denn noch alleine zu Hause? Ich bin alleine im Haus. Mhm. Naja, es gibt die 2 Möglichkeiten. Ja, wenn das so stehen bleibt, wie es im Moment ist im Gips, dann könnte man auch versuchen, das konservativ, also ohne Operation, zu behandeln. Das würde natürlich für Sie bedeuten, dass Sie 6 Wochen einen Gips jetzt am Handgelenk haben. Wenn man das operiert, naja, kann man nach ein paar wenigen Tagen den Gips zur Seite lassen und kann zumindest die Hand wieder benutzen für Körperpflege und für leichte Tätigkeiten. Jungs, ich bin bei 88 Jahren. Wer weiß, wie alt Sie werden? Viele werden 100 heute. Leider, das sagen Sie jetzt so. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich gucken, dass es Ihrem Handgelenk so gut wie möglich geht und da die bestmögliche Versorgung für Sie letztendlich finden. Abgemacht? Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich. Man lässt natürlich das Alter ganz klar in diese Entscheidung mit einfließen. Und wäre sie jetzt eine junge Frau, dann würde man sagen, das muss man auf jeden Fall operieren oder man würde es auf jeden Fall empfehlen. Aufgrund des Alters kann man schon auch überlegen, das dann konservativ zu behandeln, im Gips zu behandeln und nimmt unter Umständen in Kauf, dass das Endergebnis nicht perfekt ist. Hier ist alles drin. Ja, danke. Wie gesagt, nochmal, wichtig, dass der Gips nicht drückt. Ja, sollte das so sein, auch heute Nacht um 4, dann muss man da was ändern. Ja, dann rufen Sie den Notwagen. Die verdiente Mittagspause verschiebt sich für Max noch ein bisschen nach hinten. Denn ein urologischer Notfall meldet sich an. Auf die C6, ja. Alles klar. Für den Urologen Sascha beginnt ein sogenannter Rufdienst. Das bedeutet, er muss am Telefon sitzen und warten, bis es klingelt. Ja, wenn wir jetzt unten in der Notaufnahme einen Patienten bekommen, der wurde von Max jetzt gesehen. Und der hat ein urologisches Problem, der hat einen Nierenfistelkatheter und der sei wohl irgendwie abgerissen oder so. Also ist jetzt nichts Wildes, ist keine große Sache. Mit einem Nierenfistelkatheter wird Urin direkt aus der Niere ausgeleitet. Genau das funktioniert bei der Patientin aber nicht mehr. Ja, aber es ist vielleicht ganz schlau, wenn wir den einmal darstellen irgendwie, nochmal im Röntgen. Meinst du, also das Ding liegt nicht disloziert, das ist ja am 12. reingekommen und jetzt ist einfach der Faden gerissen. Und ich hätte den einen Stich auch selber durchgemacht, aber sie kannte mich ja nicht und den... Sascha, ja, da würde sie sich sehr freuen, den zu sehen. Dann habe ich gedacht, naja, dann rufe ich dich an. Ja, das ist super. Ja, danke. Dann gehe ich mal hin. Wo wohnt sie denn? In der 8 wohnt sie. In der 8, dann ist klar. Rufe ich mal hin. Na, Frau. Hallöchen.
Hallöchen, Tag. Ja, ist natürlich schön, wenn man Patienten wieder sieht, zum wiederholten Male auch. Und die einfach eine positive Erinnerung von einem haben, das ist natürlich schön, weil man dann weiß, okay, man macht seine Arbeit gut, sodass die Patienten sich halt auch zufrieden und gut aufgehoben fühlen. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wir sind nämlich Gastgeber von einer größeren Feier. Und da müssen wir. Warum denn? Was für eine Feier? Ja, meine Frau hat 60 geworden. Oha. Und da haben wir das Fischerei auf dem Restaurant angemietet. Ja, nee, ich will ja nicht hier zum Partymuffel werden. Nee, ist schon, ich gebe mir Mühe. Natürlich, wenn ich weiß, oh, die Patientin, zu der habe ich auch ein gewisses Verhältnis und oh, die hat jetzt einen Termin nachher und muss auch noch auf eine Hochzeitsfeier irgendwie und dann noch 60. und so, dann lässt man die anderen Sachen dann halt vielleicht auch noch mal eher ein bisschen hinten anstehen als bei jemand anders. Ja. Achtung, es zwickt. Aber es war genau richtig, dass sie gleich gekommen sind. Der Schlauch des Katheters ist gerissen. Unter Röntgenkontrolle legt Sascha einen neuen. Peter, kannst du gleich einmal gucken, dass du den Urinbeutel da einmal ein bisschen zurechtschneidest für das Loch? Und dann sind wir eigentlich fertig. Dann sind wir auch noch so ein bisschen in der Zeit, dass er nicht allzu spät kommt. Jetzt fängt es um 12 an, oder? Um 12, ja. Uiuiui, wir müssen ja gleich rasen. So, sie ist was. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne. Habe ich doch noch Ihre Party gerettet. Auch Saschas Atemprogramm könnte gerettet sein, wenn jetzt kein Notfall mehr kommt. Ab zur Feier. Genießen Sie sie. Ja, ja, wird schon. Ne? Okay. Oh Gott. Max, ja. Habe ich jetzt einmal hübsch gemacht und jetzt habe ich sie wieder nach Hause geschickt. Dann ist es wunderbar, dass ich Dr. Sascha gerufen habe. Genau. Gut, alles klar. Der Ärztin, die Frauen vertrauen. Ja. Die Alten. Alles geregelt, ja? Ja, alles super. Ich freue mich, wenn was ist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Bis später. Tschüss. Also, wenn man es eilig hat, dann schafft man es nie pünktlich. Zum wiederholten Male zu spät, die Kinder abzuholen. Aber der Arztberuf fordert sehr viel Zeit. Einfach ja, der Alltag in der Klinik oder Rufdienste, Nachtdienste, Bereitschaftsdienste, Wochenenddienste, was auch immer. Es ist einfach ein sehr zeitintensiver, trotz allem natürlich schöner Job. Das Schöne überwiegt, deshalb mache ich ihn. Bleib mal kurz stehen. Während Sascha samt Töchterchen Ella endlich zu Hause ist, kündigt sich bei Max und den Kollegen schon der nächste urologische Notfall an. Ich weiß nicht, ob der noch im Haus ist. Wenn er nicht mehr im Haus ist, dann gucke ich mir jetzt den Patienten erstmal an und bestelle mir den hier runter. Aber mal wieder ein Patient mit bekannten Nierensteinen entwickelt jetzt die typische Symptomatik. Passend zu den Nierensteinen, dann ist das natürlich, auch wenn es im Moment ein wirbelsäulenchirurgischer Patient ist, dann doch wieder Sache der Urologen. Ja? Das müssen die regeln. Sascha genießt gerade die angenehme Seite des Rufdienstes. Schade nur, dass alles gleich wieder zu Ende sein könnte. Oh Mann, Sascha, es tut mir leid. Bist du schon weit weg von der Klinik? Gerade den Grillanzünder angemacht. Schön. Gut. Nee, dann gucke ich mir das jetzt erstmal an. Und dann, und wenn es dann irgendwie drauf rauslaufen sollte, vielleicht können wir es ja diesmal übers Telefon irgendwie regeln. Schauen wir mal. Ne? Nee. Es ist hier alles überschaubar, also kein Problem. Ne? Ich sag dir noch mal Bescheid. Tschüss. Ja, Sascha hat gerade mit dem ersehnten Grillen begonnen. Und naja, jetzt gucken wir erst mal, ob wir das vielleicht mit unfallchirurgischem Verstand auch lösen können und halten Sascha auf dem Laufenden. Und der kann weiter die kostbare Freizeit genießen. Also wenn es nicht so spontan gewesen wäre und man das plant, dann lege ich gerne mal Fleisch ein in
Zwiebelringe mit ganz viel Knoblauch in Bier und dann Gewürze drauf. Das schmeckt so geil. Manchmal ist man halt, sag ich jetzt mal, mutig im Rufdienst und sagt, okay, ich plane jetzt einfach mal was mit der Familie und wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, dann breche ich halt die Aktion ab und fahre dann halt in die Klinik. Und da war es dann halt gerade so, dass man sich halt verschätzt hat und gesagt hat, okay, wir grillen jetzt und dann prompt war der Grillanzünder entflammt, rief dann halt die ZNA an, es war Max dran und dann hat er es mit mir besprochen und er fragt halt gerade, Mensch, du warst doch gerade da. Dann sage ich, ja, jetzt bin ich eben zu Hause angekommen und habe gerade einen Grill angeworfen. Dann hat er den Patienten für mich dann halt mit telefonischer Anleitung irgendwo dann weiter bearbeitet. Und das fand ich total nett. Also diese Kollegialität ist wahnsinnig viel wert. Gerade in so einer Situation natürlich, dass man dann weiter das Familienleben genießen kann. Und zeigt einfach aber auch, dass man sich gegenseitig wertschätzt und seine Arbeit. Das war schön. Bei den Internisten in der Notaufnahme beginnt für Rieke gerade ihre zweite Überstunde. Ja, das ist das Nervige manchmal am Arztberuf, dass man eben nicht gehen kann. Ne? Man kann nicht um 16 Uhr sagen, so, also jetzt gehe ich und der Patient, der liegt da noch und ich gehe jetzt aber trotzdem. Das geht natürlich nicht. Also wenn dann, da kann den ganzen Tag nichts passieren. Wenn um 4 auf einmal 10 Patienten kommen, dann sitzt man da und dann muss man eben die Patienten abarbeiten. So ist das. Ich rufe an, weil Herr Ehnert vorhin gesagt hatte, er hätte ein Bett für Frau Zuschauer nach Synkope mit Monitor organisiert auf der F1. Und jetzt ist irgendwie die Ansage, es gibt jetzt doch keinen Monitor. Jetzt wollte ich mal nachfragen, was da los ist. Eine Patientin wurde nach einem Ohnmachtsanfall in die Notaufnahme gebracht. Solche Patienten müssen in ein Zimmer mit Monitorüberwachung. Doch alle Betten sind belegt. Ja, Michi hat doch extra ein Monitorbett organisiert. Ich verstehe das jetzt alles auch nicht mehr. Gibt es ein anderes Bett ohne Monitor? Es gibt ein Frauenbett ohne Monitor. Oh. Ich flipp aus, ja echt. Man fühlt sich verantwortlich als Arzt für die Patienten. Das ist immer eine schwere Entscheidung, jemanden nach Hause gehen zu lassen. Das überlegt man sich schon. Und manchmal geht man auch nach Hause und denkt, ob das jetzt so richtig war, das kommt schon vor, ja. Aber es ist oft eine Entscheidung, die nicht eindeutig ist. Da muss man dann einfach die Entscheidung treffen irgendwann. Puschmann sagt, es gibt einen Risikoscore für Synkopen und ich brauche nicht jede Synkope aufnehmen. Und wenn die sonst keine Erkrankung hat, dann soll ich die nach Hause gehen lassen. Ich meine, die würde gerne nach Hause gehen. Die Patientin will das Krankenhaus auf eigene Gefahr und gegen den ärztlichen Rat verlassen. Das muss Rieke aber schriftlich haben. So, die Situation ist folgendermaßen. Jetzt hat mir der Pfleger gerade erzählt, dass die vielleicht sowieso lieber nach Hause gehen möchten. Ja. Wollen wir das so machen? Ja, danke schön. Bleib schön gesund. Ja, danke schön. An schlimmen Tagen kommt man wirklich raus und fühlt sich einfach nur überfrachtet mit allem. Dann ist es einfach laut und alle wollen was von einem. Das Telefon klingelt ständig. Dann ist man einfach total reizüberflutet. Und dann ist es erstmal, wenn man rauskommt, dann kann man erstmal durchatmen. Und dann ist es vielleicht ein bisschen ruhig. Und dann kann man überhaupt erstmal wieder ein Mensch werden. Also. Der Ausgleich nach einem harten Arbeitstag. Für Sascha im Kreis der Familie. Für Rieke mit ihrer Kollegin Marieke beim Joggen. Wir Mädels verstehen uns untereinander total gut. Wir sind alle, glaube ich, auch Freunde. Das ist total schön, wenn man das hat, aber es ist einfach keine Grundvoraussetzung. Das kann man nicht erwarten. Man kann einfach über Sachen reden. Da kann ich mit vielen anderen gar nicht drüber reden. Die wissen einfach nicht, wie das ist, am offenen Brustkorb zu stehen und zu operieren oder so eine lange OP zu machen. Das kann, glaube ich, keiner so richtig nachvollziehen, der das nicht selber schon mal gemacht hat. Für Rieke und ihre Kollegin ist es das letzte Training vor einem großen Ereignis. Also, dass wir jetzt noch zusammen die Marathonstaffel laufen, das ist natürlich noch mal so das i-Tüpfelchen. Wir haben ja vorher schon zusammen trainiert und wir haben auch noch ganz viele andere gemeinsame Interessen. Wir kochen zusammen. Aber dass man jetzt noch zusammen trainieren kann, auch so ein gemeinsames Ziel, das macht natürlich noch mal mehr Spaß. Sonntagvormittag. Marathontag in Hamburg. Auch wenn Rieke eigentlich frei hat, ist sie heute dennoch in Sachen Herzchirurgie unterwegs. Ihre Abteilung nimmt für eine Spendenaktion an dem Marathon teil.
Der Lauf heute ist für mich eigentlich vor allem so ein Teamereignis. Wir laufen ja, sind alle aus der Herzchirurgie und laufen zusammen. Und ich finde es total schön, dass wir abseits von der Arbeit noch was zusammen machen können. 21.000 Läufer sind beim Marathon dabei. Während an einem Ende der Stadt der Startschuss fällt, macht sich Rieke am Staffelwechsel bereit, ihren Chefarzt abzulösen. Ach, der wird hier schon außer Puste und mit rotem Kopf angekeucht kommen. Wahrscheinlich hat er alles gegeben. Also man wird ja angestachelt. Ne? Also wenn so viele Leute am Rand stehen, dann will man schon alles geben. Ja? Nicht schlecht, super Zeit. Oh. Danke. Na, gut Luck. Danke. Bis gleich. Über 9,4 Kilometer sind es für Rieke von hier bis zum Ziel. Ach, die Zeit ist uns eigentlich nicht so wichtig. Das geht vor allem darum, dabei zu sein. Das ist ja ein tolles Ereignis. Da laufen so viele Leute mit. Das ist einfach eine super tolle Stimmung an der Strecke. Wir sind alle Hobbyläufer. Wir arbeiten viel. Wir haben nicht so viel Zeit zum Trainieren. Also ist eigentlich egal am Ende. Währenddessen 200 Meter weiter. Max ist gerade auf dem Weg in die Notaufnahme. Heute ist ja Hamburg Marathon und es scheint so, als wäre die Innenstadt hermetisch abgeriegelt. Ich wollte trotzdem mit dem Auto kommen, habe mir eingebildet, wenn ich mir eine Stunde Zeit lasse, dass ich es irgendwie schaffe. Naja, auf halber Strecke, nach diversen Sackgassen, habe ich mein Auto dann doch irgendwo geparkt in der Nähe von einer U-Bahn-Station und bin mit der U-Bahn weitergefahren. Richtige Datum einstellen. Am Wochenende ist es natürlich nicht so wichtig, weil es da natürlich nicht kontrolliert wird. Aber die Miete muss ja bezahlt sein. So, und du bist motiviert? Ich bin hochmotiviert, mir den Marathon vom Dach aus anzugucken. Na gut, Zuschauer sind irgendwie nicht so viel an der Strecke, aber die werden wohl auch größtenteils im Zielbereich stehen. Endspurt bei Rieke. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, also ich mag gerne mich irgendwie messen. Also wenn man so ein Ziel hat, wo man darauf hinarbeiten kann, wenn man nicht einfach so ein bisschen so rumlaufen geht, sondern weiß, ich muss die und die Zeit schaffen oder so, das macht einfach viel mehr Spaß. Beim Laufen kann man sich ja ganz gut so ein paar Wettkämpfe als Ziele setzen und wenn man dann noch mit Kollegen zusammenlaufen kann oder mit Freunden, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Zieleinlauf ist erstmal, es tut alles weh, man kriegt keine Luft, es ist heiß, es sind total viele Leute da, es ist total voll, aber irgendwie ist man total happy. Glückwunsch. Danke. Am Ende ein Platz im Mittelfeld. Bei den Kollegen in der Notaufnahme wurden bisher keine Marathonunfälle eingeliefert. Max' erster Fall ist dennoch ein Patient mit Fußverletzung. So, was ist denn passiert? Oh, ich wollte den Ball schießen, aber ich habe leider den Fuß meiner Freundin getroffen. Oh, beim Fußball. So, und jetzt tut der Zehe weh. Und er steht auch ein bisschen schief, ne? Ja. Den müssen wir da einmal wieder reinziehen. Oh, der will nicht. Oh. Okay, gut. Wir machen mal kurz ein Röntgen, ja? Und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Das Röntgenbild ist eindeutig. Für Max gibt es hier nur eine richtige Therapie. Ja, die Zehe, also es ist nicht gebrochen, aber die steht eben ausgerenkt, luxiert. Ja, da ziehen wir jetzt noch mal dran. Na? Müssen wir wieder richten.
So, jetzt müssen wir gucken. Sie haben jetzt ein bisschen Schmerzmittel bekommen. Ob wir das so hinbekommen? Andernfalls müssen wir gucken, dass wir den Zehen einmal betäuben. Ich mache erstmal noch nicht viel. Ich taste einmal nur. Noch mache ich gar nichts. Tut das im Moment sehr weh? Ein bisschen. Ja. Bisschen. Ich probiere das. Wenn es nicht geht, müssen wir den Zehen betäuben. Ne? Okay, okay, das war's. Alles gut. Ist wieder drin. Alles gut. Das müsste jetzt deutlich besser sich anfühlen, oder? Ne? Ja, tut mir leid. Da musst man einmal kräftig dran ziehen, gell? Gut. Wir machen jetzt einen Tape-Verband da dran. Letztendlich, man kann da ja keinen Gips dran machen an die Zehe. Ja? Das macht der Kollege gleich. Jetzt entspannen Sie sich erst mal einen Moment. Sehr gerne. Das ist jetzt natürlich so ein Patient, der kommt, man sieht, was er hat, man hilft ihm, ihm geht's besser, er geht raus und ist glücklich. Das ist natürlich so ein optimaler Verlauf, aber so ist es leider nicht immer. Erfolgserlebnisse, die motivieren auf dem langen Weg zum Facharzt. Ich glaube, man muss sich das alles erarbeiten. Also man darf im OP auch immer nur was machen, wenn man bewiesen hat, dass man auch dazu in der Lage ist. Also wenn man fleißig war und sich Mühe gegeben hat und man eben auch gezeigt hat, dass man nicht total ungeschickt ist. Ich glaube schon, dass die Anerkennung seitens der Kollegen im Laufe der Zeit zunimmt, weil einfach natürlich die Fähigkeiten, die Fertigkeiten steigern oder ja, mehr werden, sich steigern, weiterentwickeln. Man wird kompetenter als Kollege und ich glaube, man wird dann auch noch mehr wertgeschätzt, das denke ich schon. Ich denke, dass ich wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung auf Kollegen auch habe, dass die auch denken, dass ich so ganz selbstbewusst bin und ganz sicher bin und das schon irgendwie immer so ganz gut mache. Natürlich kriegen die auch Situationen mit, wo ich dastehe und denke, um Gottes Willen, das kriege ich überhaupt nicht hin. Und ich bin auch jemand, der dann zu jemandem hingeht und sagt, ich brauche jetzt Hilfe, kannst du mir bitte helfen? Ich kriege das einfach nicht hin. Nächstes Mal bei den Junior Docs. Düstere Aussichten für Matthias. Mir wurde gerade gesagt, dass der Patient eher versterben wird in den nächsten Stunden. Enorme Geburtsschmerzen bei Franziska. Wir mussten eine Sauglocke machen. Es war eine schwierige Sauglocke, deswegen 1000 Leute mit dabei. Eine neue Erfahrung für Margarete. Vorher denkt man natürlich, also hoffentlich klappt das dann überhaupt, wenn ich das mache. Und Großeinsatz bei Benjamin. Hallo, können Sie mal die Augen aufmachen? Gucken Sie uns mal an.